Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe hier einen 3D-Drucker und ich habe selber überhaupt keine Ahnung, wie der 3D-Druck eigentlich funktioniert. Ich möchte es aber heute mal rausfinden und vielleicht auch mal sogar was Sinnvolles selber machen und damit drucken. Also wenn du Bock hast, jetzt geht's los. Wie funktioniert so ein 3D-Drucker überhaupt? Also, hier auf der Rolle ist das Kunststoff drauf, das Filament nennt man das. Habe ich eine neue Rolle gekauft, weil die mitgelieferte halt direkt leer war. Das geht dann hier vorne so lang, wird hier lang geführt, kommt hier vorne wieder an im Extruder und der pumpt nachher das erhitzte Filament da unten wieder raus. Dann passiert Folgendes. Einmal kann sich dieser Teller hier unten bewegen. Dann kann sich auch in diese Richtung noch was bewegen, aber auch nach oben und unten. Das ist natürlich wichtig, weil durch diese beiden Bewegungen vorne und hinten, rechts und links, können wir halt in der 2D-Ebene diesen ganzen Teller bedrucken. Und dadurch, dass das Ganze auch nach oben fahren kann, bekommen wir sozusagen die dritte Ebene dazu, die dritte Dimension dazu. Das heißt, wir gehen auch nach oben und so entsteht dann Schicht für Schicht halt das Objekt, was wir im 3D-Druck herstellen. Okay, was kann man mit so einem 3D-Drucker jetzt genau machen? Die Platte hier ist ungefähr 20 x 20 cm. Das heißt, in der Grundform 20 x 20 und einer Höhe von auch nochmal 20 könnte ich hier einen 20 x 20 x 20 cm großen Würfel drucken. Da ich so einen Würfel nicht brauche, mache ich das aber nicht. Stattdessen habe ich andere Sachen gemacht. Und zwar habe ich mir, es gibt eine Internetseite, die heißt thingiverse.com. Da findet man zum Beispiel die ein oder anderen Sachen, die man vielleicht auch ganz gut gebrauchen kann. Und da habe ich halt so ein, zwei Sachen mal runtergeladen, ausprobiert. Zum Beispiel habe ich mir den hier runtergeladen und hinterher ausgedruckt. Und zwar ist das so ein Ständer für eine Handyhalterung, beziehungsweise ja, mit Anschluss für Ladekabel. Sowas zum Beispiel habe ich da einfach mal runtergeladen, ausgedruckt. Oder diese Dinger hier, kann man Spielkarten reinmachen. So, ganz praktisch, da habe ich 4 Stück von insgesamt. Und wenn man diese Daten dann runtergeladen hat, dann braucht man ein Programm und das nennt sich Ultimaker Cura oder Cura. Das habe ich hier mal installiert. Das Programm ist auch kostenlos und da kann man erstmal eine ganze Menge Sachen einstellen. Ich zeige mal ganz kurz, ich habe als erstes eingestellt hier, dass ich mit einem PLA arbeite. Das ist halt das Filament, mit dem ich hier arbeite. Ich musste hier meinen Drucker angeben und dann kann ich hier im Endeffekt verschiedene Sachen einstellen. Ich will jetzt nicht alles erklären, aber ganz kurz. Hier kann man einstellen, wie genau, wie fein er sozusagen arbeitet. Infill bedeutet, wenn man eine etwas höhere Wandstärke hat, ist sie natürlich nicht komplett massiv gefüllt mit Kunststoff, sondern wie man das hier sieht, so mit so einer Art Wabengitter von innen. Und hier kann man halt einstellen, wie sehr dieser Infill halt, man kann das sehen, je höher ich hier das hier einstelle, desto mehr wird das halt hinterher dann auch dicht. So, ich kann auch komplett ohne Infill arbeiten, dann wird es halt sehr unstabil. Und wenn ich halt zu viel Infill mache, in diesem Fall 100%, also komplett voll von innen die Wände, dann verbrauche ich halt sehr viel Material. Und es wird auch schwerer dadurch. So, irgendwo in diesem mittleren Bereich ist es für die meisten Projekte eigentlich ganz sinnvoll. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen Support anzustellen. Das heißt zum Beispiel, bei diesem, hier kann man das sehen, ich habe hier so Löcher mit drin. Hier zum Beispiel hinten ist ein Loch und hier vorne, wo das Ladekabel durchgeht, ist auch ein Loch. Gedruckt wurde das ganze Ding so auf der Seite liegend. Das heißt, ich habe hier nachher, er kann ja nicht in die Luft drucken. Deswegen hat er mir hier so einen Support, so eine Stütze reingedruckt, die ich hinterher einfach so rausklicken konnte. Also es gibt verschiedene Sachen, die man einstellen kann. Das sind aber so im Groben und Ganzen erstmal die wichtigen Sachen, die für mich auf jeden Fall gereicht haben, um zu verstehen, wie es funktioniert. Genau, das ist nämlich das Erste, was ich dann wirklich selber gedruckt habe. Ich habe in Photoshop habe ich das hier noch gemacht. Und zwar habe ich mit der 3D-Funktion einfach mal ja, mein Logo, hier kann man es sehen, ja, extrudiert. Das heißt also mit einer dreidimensionalen Tiefe versehen. Das ist das, was man hier jetzt schön sehen kann. Und das habe ich dann einfach mal noch mal ein bisschen kleiner gemacht. Und ich habe vor allen Dingen das Ding auf die Seite gelegt, weil auch hier müssten ja die Supports noch mal so eine Stütze reinbauen, damit er überhaupt oben diesen Bogen drucken kann. Weil ansonsten würde er in die Luft drucken und das geht halt nicht. Um diesem Support-Problem aus dem Weg zu gehen, in diesem Fall habe ich einfach die Buchstaben auf die Seite gelegt. Und zwar einfach genommen und so um 90 Grad auf die Seite gelegt. Und das drucken wir einfach mal aus. Also speichern, das Ganze auf eine SD-Karte speichern. Die wird dann hier direkt reingesteckt.
und dann kann das Ganze losgehen. Hab dann im zweiten Durchgang nochmal die Infills ein bisschen weniger eingestellt. Das heißt, der Druck ging nochmal einige schneller. Ich habe von 50 auf, ich glaube, 30% gestellt. Das Ergebnis ist genau das gleiche. Von außen sieht man keinen Unterschied. Es ist ein ganz kleines bisschen leichter, aber auch in dieser Größe jetzt nicht wirklich merkbar leichter. Und das Ganze sieht in Weiß dann halt so aus. Dann habe ich aber gedacht, okay, das waren jetzt so die ersten Spielereien. Jetzt ging es aber darum, was wirklich Sinnvolles damit zu machen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar habe ich mir dann mal unser Stadtwappen genommen und das Ganze in 3D gebaut. Und zwar habe ich gedacht, ich baue mir daraus einfach mal eine Plätzchenform, also so eine Ausstechform für Kekse. Also hier kann man sehen, so sieht das Ganze halt aus. So, aber man kann es hier eigentlich ganz gut sehen. Also das ist halt, ja, die Keks-3D-Form, die ich gemacht habe. Den habe ich dann natürlich auch so wie es auf die Seite gelegt wieder, damit ich ihn auch vernünftig drucken kann, ohne irgendwie großartig Supports zu gebrauchen dafür. Und rausgekommen ist dabei das hier. Das ist mein Keksausstecher-Prototyp. Wahrscheinlich, man kann hier noch eine ganze Menge optimieren. Zum Beispiel die Wandstärke ein bisschen dicker machen von den innenliegenden Formen. Also die Außenwand ist, glaube ich, gut zum Ausstechen. Okay, und um zu sehen, ob das jetzt überhaupt funktioniert, müssen wir Keksteig machen und Kekse backen. Let's go! Und jetzt denkt man sich, geil, das muss man verkaufen. Hier bei uns in der Stadt zum 25-jährigen oder 26-jährigen Jubiläum der Stadtrechte wäre es vielleicht eine ganz tolle Idee. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Achtung, ein Stadtwappen ist ein Hoheitszeichen. Das bedeutet, das darf ich nicht einfach nehmen und drucken und hinterher verkaufen, weil da würde ich mich strafbar machen. Deswegen müssen wir hierfür eine Anfrage bei der Stadt stellen, ob wir dieses Wappen verwenden dürfen. Vielleicht sagt die Stadt ja auch, hey, wir finden die Idee toll und wir möchten von diesen Keksformen einfach mal ein paar kaufen. Deswegen würde ich mal die Stadt anschreiben und mal nachfragen, was die denn davon halten, wenn wir davon Keksformen machen. Ich halte euch auf dem Laufenden. So viel erstmal zu diesem 3D-Drucker hier. Ich werde mich auf jeden Fall da weiter mit beschäftigen. Auf jeden Fall auch weiter mit 3D-Programmen beschäftigen. Und mal gucken, was ich in Zukunft noch so drucke damit. Also seid gespannt und wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann.